Hallo, ich bin Katharina Volk von der Hundeschule Clever und Smart in München. Und hier geht es heute um das Thema Rollleine, Ausziehleine, wie auch immer man sie benennen möchte. Die ist nicht ganz unumstritten und wir gucken uns heute mal an, was man damit sinnvoll machen kann und was man damit nicht machen sollte. Grundsätzlich funktionieren solche Ausziehleinen verschiedener Marken immer gleich. Ich habe ein Gehäuse, wo die Schnur oder das Band reinläuft und sich wieder aufrollt. Ich habe einen kurzen Stoppknopf. Ja, das heißt, wenn ich da drauf drücke, dann geht es nicht weiter, lasse ich ihn wieder los, geht es weiter. Und ich kann sie auch feststellen. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, jetzt ist sie komplett fest und erst wenn ich das wieder löse, kann sich das wieder bewegen. Diese Rollleinen gibt es jetzt in zwei grundsätzlichen Varianten. Einmal mit einem Seil, an dem der Karabiner hängt, und einmal mit einem Gurt. Die Vorteile von dem Seil sind, dass es ein etwas kleineres Gehäuse braucht, weil es einfach nicht so viel Platz braucht, und dass es für den Hund leichter auszuziehen ist. Der Vorteil vom Gurt ist, dass er einfach mehr hält, also bei einem größeren, stärkeren Hund einfach das Material haltbarer ist. Sie sind halt für den Hund schwerer auszuziehen. Das heißt, bei einem kleinen Hund würde ich es mir gut überlegen. Und sie brauchen etwas mehr Gehäuse als die mit dem Seil dran. Ein ganz wichtiger Faktor, wenn man sich überlegt, auch wo laufe ich mit dem Hund an der Flexileine, ist die Sichtbarkeit. Man sieht einfach dieses Seil sehr, sehr viel schlechter als das Band. Und gerade wenn das Band farbig ist, ist das einfach für andere sehr viel leichter zu sehen, die da vielleicht wandern oder Fahrrad fahren, als das Seil, das man wirklich kaum sehen kann.